Herzlich willkommen zur 12. Ausgabe von Calling Today. Wie ihr seht, ist mein Tisch irgendwie vollgeladen mit lauter Zeugs. Hier ist das Mikrofon. Ich versuche den Ton jetzt mal neu aufzunehmen, dass ich quasi irgendwie ein gescheites Mikrofon habe und nicht da den Ton mache, weil da war ich nicht zufrieden mit. Worüber möchte ich heute reden? Dieses Mal bei der Ausgabe einmal über Mikrofone, über iPads, über neue Mikrofone, über Korken, über Stecker, über Kabel, über Handys will ich nicht sprechen, aber es liegt halt da. Und über eine Plusfigur und ein bisschen Mainstream möchte ich sprechen. Also, womit fange ich an? Ich fange an mit dem Mikrofon. Ich war vor kurzem bei Bremen in Delmenhorst auch bei einer Veranstaltung, First of May. Vielen Dank fürs Engagieren und auch an die ganzen Tänzer und den Mitcaller. Hat echt Spaß gemacht. Grüße. Und ich call normalerweise mit den 700er Mikro, das kennen wir ja alle. Es kam eine E-Mail rein und das ist laut. Das 700er Mikrofon kennen wir ja alle. Hat einen runden Kopf und ist ganz gut und lässt sich gut umgehen mit. Und dann wollte ich mit dem 900er Mikrofon callen von eVoice und habe festgestellt, das Mikrofon geht nicht. Also ich call jetzt seit über 20 Jahren und tausche meine Mikrofone so alle 3 bis 5 Jahre aus, einfach weil die Dinge sich abnutzen und halt vollgespuckt werden. Und ich habe aber noch nie gehabt, dass das Mikrofon defekt ist. Jetzt war es defekt, das erste Mal. Also was habe ich gemacht? Weil ich habe immer zwei Mikrofone dabei, falls eins kaputt geht, siehe Veranstaltung. Ich habe sofort ein neues Mikrofon bestellt, als ich daheim war. Mein 900er mit dem flachen Kopf war defekt, deswegen habe ich mir ein neues gekauft und festgestellt, das sieht jetzt so aus. Neu, alt. Das alte hat den gelben Rund. Gelben Rund, den gelben Rand und gut, das 700 hat einen runden Kopf, das ist flach. Aber was mir auch aufgefallen ist, das ist voll aus Metall. Wenn man das hier hört, ich habe jetzt nichts da, klingt nach Metall. Die alten E-Voice-Mikrofone haben diesen Gummi-Silikonschutz, den man abziehen kann. Manche Caller callen so, ohne Schutz, warum auch immer, weil es ist ja eigentlich viel wackeliger, aber sie machen es halt. Und der Schallschutz hier um den Körper rum, was auch immer, der war halt das Gummi, war leicht. Das neue Mikrofon aus der neuen Reihe hat nicht nur eine andere Farbe bei dem Ring und beim Logo, sondern ist eben aus Metall voll und es ist richtig schwer. Also es ist echt ein schweres Mikrofon, was ich nicht erwartet hätte, weil das ist halt Gummi, weniger Metall, leichter. Was auch anders ist, die haben jetzt eine andere Nummerierung. Das ist jetzt nicht mehr dreistellig mit einem Buchstaben hinten dran, sondern es ist einfach zweistellig. Ich hoffe mal, ich habe es halt bestellt. Das 900er ehemalige E-Voice ist jetzt das ND96. War jetzt sehr spekulativ. Das Ding kostet knapp 200 Euro. Ich habe es bei Thomann bestellt. Ich habe heute ist Vatertag, eine Veranstaltung und da werde ich es testen. Und wenn ich jetzt weiß, wie es war und wie es sich anfühlt und wie schwer es ist, ob ich danach irgendwie Muskelkater habe, werde ich in einem weiteren Video berichten. Also, worauf ich noch eingehen wollte bei den Mikrofonen ist, ich transportiere immer zwei als Backup noch eins dazu in so eine Hülle hier. Lässt sich hygienisch gut transportieren und ist auch vor Schlägen und ein bisschen Schall geschützt, weil wenn es im Auto liegt und Schall, das nutzt es ja auch ab. Es ist ja nichts anderes, als ob wir so reinsprechen würden. Generell empfehle ich, Mikrofone so alle 3 bis 5 Jahre auszutauschen. Einfach A, aus hygienischen Gründen, weil wir spucken die Dinger ja voll. Klar kann man sie reinigen, aber man kriegt die nicht so richtig sauber. Und B, die nutzen sich ja auch ab. Das heißt, es ist ja Blödsinn. Also ist ja ganz klar, irgendwann mal ist es abgenutzt und dann muss man es austauschen, weil die Sprachqualität dadurch einfach nicht mehr so ist, wie sie am Anfang war. Wir kriegen ja auch Geld für unsere Veranstaltungen oder Clubabende. Investiert das Geld auch in euer Equipment, kauft euch neue Mikrofone, wenn nötig. So. Mir ist auch aufgefallen als letztes Ding, die Verpackung ist neu. Ich glaube, die war früher gelb, jetzt ist sie rot. Ja, also ich stelle sie mal dahin, dann seht ihr sie. Worüber ich noch sprechen möchte ist, ich habe Feedback bekommen zum letzten Newsletter von Peter Höfelmeier zum Thema Korken. Also erstmal vielen Dank fürs Feedback. Ich bin echt dankbar, wenn jemand tatsächlich mein Newsletter anhört und anschaut. Ich hatte erzählt, dass ich den Korken in den Mund nehme und damit 10 Minuten täglich meine Sprechübungen mache, sogar zweimal, also 20 Minuten. Und dass ich nicht wie in den Podcasts von Martin und von Peter, der echt empfehlenswert ist, den Finger nehme, weil ich das irgendwie ekelhaft finde, meinen Finger in den Mund zu stecken. Aus dem Alter bin ich ja eigentlich raus. Und
Ich nehme deswegen den Korken. Daraufhin hat mir der Peter geschrieben, hat gesagt, so, wir nehmen den Finger, weil der Korken, und das wusste ich nicht, da habe ich jetzt auch dazu gelernt, der Korken soll eigentlich locker, er soll nicht verkrampft zwischen den Zähnen hängen, weil sonst verkrampfst du ja deinen Kiefer. Eigentlich sollte dein Kiefer ohne Verkrampfungen, ohne Kraftaufwand, dein Mund so offen sein. Und wenn du jetzt in den Korken reinbeißt, dann hast du ja auch wieder so ein bisschen verzerrt und verkrampft. Und wenn du den Finger nimmst, dann spürst du sofort, ob du verkrampfst oder nicht, weil es tut weh. Ja, also das heißt, ich war rein, das ist so hart, es fühlt sich unangenehm an. Deswegen sagen die Gesangslehrer auch, nimm den Finger. Wusste ich nicht, dass es der Grund ist. Also jetzt revidiere ich meine Meinung vom letzten Mal, sage euch, wer möchte, nimmt den Korken. Wer möchte, kann auch den Finger benutzen. Ich benutze trotzdem den Korken, weil ich es einfach irgendwie leckerer finde. Vielleicht auch, weil er vorher auf einer Weinflasche war und ein bisschen nach Wein schmeckt. Keine Ahnung. Aber generell ist es natürlich der Indikator Schmerz und sowas, sagt dir natürlich, du drückst zu stark mit deinem Kiefer zusammen. Also nochmal vielen Dank an Peter für das Feedback. Hat mich wirklich gefreut, dass da so viel kam. Was möchte ich denn noch erzählen? Ich call es dank Martin Kuhl, der gehört auch zu dem Podcast, Grüße, seit März mit dem iPad. Ja, also ich benutze nicht mehr ein MacBook, das ist jetzt hier und nimmt den Ton auf oder einen Computer, sondern ich habe jetzt ein iPad, da ist eine App drauf, die App heißt AnyTunes, kostet irgendwie einmalig, ich glaube 20 oder 30 € und kann im Prinzip alles, was man will. Das lässt deine Pedal-Call-Holdowns, deine Melodien loopen, wenn du möchtest. Ich kann dir mal einen reinmachen. Wenn du den anklickst, dann hast du quasi ein schönes Lied und dann sieht man es oder man sieht es nicht. In dem Fall sehe ich es jetzt nicht, das ist auch egal. Sei es drum, auf jeden Fall kann man, warum auch immer das jetzt weg ist, habe ich es verborgen. Ah, jetzt ist es da. Man sieht hier so die Abspiel-Dingsbumskirchen, da unten den Musiktrack, was ganz gut ist, der Faden hier läuft mit, dann siehst du immer, wo du dich im Single Call oder wo auch immer bewegst. Und wenn es ein Pedal Call ist, dann machst du einmal Loop an, dann siehst du am orangenen, in dem orangenen Bereich hier wiederholt sich das Lied. Und sobald ich den Loop ausschalte, läuft das Lied quasi aus. Finde ich echt gut. Das Schöne am iPad ist, ich bin weniger mit Computertechnik beschäftigt, sondern ich habe halt mein iPad. Mach Musik an, lass sie laufen und wenn ich sage, komm, ich habe genug gepaddelt, ich habe die Tänzer genug gequält, dann mache ich eben, drücke ich Loop aus und dann läuft das Lied durch. Das Gute ist, ich bin mit meinem Fokus bei den Tänzern, ich hänge nicht in diesen Laptop drin und bin damit beschäftigt, sondern das Ding liegt einfach auf dem Tisch, bei mir in dem Fall flach. Man kann es natürlich auch in so eine schicke Halterung reinpacken, die ich hier habe. Mal gucken, ob ich es jetzt bei der zweiten Aufnahme gleich richtig mache. Ja, was ist meine zweite Aufnahme? Und dann kannst du das in der Halterung irgendwie so, dann hast du im Prinzip auch wie so ein Laptop. Ja, und kannst quasi so darum machen. Mach ich jetzt persönlich nicht. Liegt nicht daran, dass ich es nicht mag, sondern eher vielleicht daran, dass ich es einfach nicht dabei habe. Das ist der einzige Grund. AnyTunes ist toll. Ich habe jetzt natürlich nur an der Oberfläche angekratzt. Das kann eigentlich noch viel mehr. Aber das müsst ihr selber rausfinden. Wie gesagt, kostet 30 € und du bist mit dem Fokus bei den Tänzern. Ein Nachteil ist, also ich sehe es nicht als Nachteil, sondern als Vorteil, weil ich mich einfach mehr anstrengen muss, ist, wenn du jetzt den Singing Call hast, wo du den Text nicht kennst, ich mache mal irgendeins rein, kann man den natürlich auch einblenden lassen. Aber der ist natürlich nicht so groß wie bei einem Computer und wenn das Teil flach auf dem Tisch liegt, dann siehst du den Text nicht unbedingt gut, als wenn es quasi vor dir so ist. Aber ich bin so oder so der Meinung, wir sollten unsere Singing Call Texte zumindest mal den Circle Left Part auswendig kennen und den Hook. Und dann kann man das auch viel besser interpretieren. Was es bei AnyTunes auch gibt, ich habe es noch nie benutzt, aber ich weiß, es gibt's. Du kannst den Text sogar mit der Musik mitlaufen lassen. Das heißt, der ist wie bei so einer Karaoke-Show, läuft der so da hoch. Mache ich jetzt nicht, weil ich einfach den Anspruch habe, dass ich meine Texte auswendig kann. So, nichts geht ohne Werbung, deswegen rutsche ich kurz in den Werbeblock rein. Ich würde mich freuen, wenn ihr einfach mal auf callingtoday.de geht. Das ist die Webseite, das sind alle Ausgaben, alle 11 Stück, ist jetzt nicht so viel, gebe ich zu.
Einfach zeitlich bedingt, aber die erste Ausgabe ist zum Beispiel vom 17. August 2012. Das ist richtig lange her. Auf Calling Today gibt es auch eine Linksammlung, wo quasi für uns Caller in dem Fall die Label aufgelistet sind, die ich kenne. Und da ist ein Link drauf. Du kannst quasi über die Links kannst du hier überall direkt drauf zugreifen. Was auch drin ist, ist der Link zum Podcast von Martin und von Peter. Ein toller Podcast, bin ein großer Fan drüber. Schade, dass sie nur noch so kurz sind. Ich finde die längeren schöner, aber das ist meine persönliche Meinung. Und es gibt auch die Sektion, die ist relativ neu, Calling Today Lyrics. Bei Calling Today Lyrics spreche ich oder versuche ich, die Singing Calls, die wir singen, auf Deutsch nachzusprechen. Also ich lasse den englischen Text laufen und spreche die deutsche Strophe dazu nach, damit Caller, die Englisch nicht so dolle können, halt einfach auch mal wissen, was sie eigentlich singen. Und bei Calling Today Lyrics wird der Text nicht Wort für Wort übersetzt und nachgesprochen, sondern ich mache das sinnmäßig. Also ich erzähle nicht, dass jetzt irgendwas irgendwas heißt, sondern ich erzähle die Geschichte hinter dem Singing Call, die jetzt textlich nicht immer Deutsch und Englisch matcht, sondern einfach nur die Geschichte erzählt. Gut, Call mit dem iPad hat Vor- und Nachteile. Vorteile ist, das Gerät ist klein und wirklich, das ist total dünn, man sieht es hier. Ich habe übrigens da hinten nicht abgeklebt, weil da ein Apple-Logo drauf ist, sondern weil ich deswegen beruflich nutze und quasi im Auto an dranhänge und dann weiß ich, wo meine Kunden sind und alles. Ja. Ein Nachteil bei den iPads ist, du kannst kein Audiokabel mehr einstecken, weil es gibt keinen Eingang. Das ist ein bisschen komisch, denn du brauchst so wunderbare Adapter. Ja, die gibt es bei Apple, die kann man kaufen. Wenn man jetzt so schlau ist wie ich, kauft man so ein Ding, will es reinstecken und stellt sich fest, ich kriege es nicht rein. Warum? Die neuen Apple iPads haben diesen nicht mehr diesen Anschluss, diesen Lightning, sondern die sind ganz schlau, die haben einen USB-C-Eingang. Das heißt, ich muss darauf achten, dass ich meine 12 € kostet das Ding, glaube ich, für den richtigen Stecker investiere. Aber ansonsten ein iPad rein, Audiokabel rein, zack, und du kannst callen. Ist ganz easy. Man kann sogar das Musiksignal per Bluetooth übertragen und quasi den Bluetooth-Empfänger in die Anlage einstecken. Dann ist man noch flexibler. Ich habe da immer so ein bisschen Angst, dass irgendeine Verbindungscut drin vorkommt. Aber gut, jeder macht's, wie er es denkt. Was ich letztens bei der Veranstaltung, wo ich gecallt habe, bei Bremen, wo mir auch mein Mikrofon kaputt ging, festgestellt habe bei einer Plus-Session, ist, die Tänzer hatten unwahrscheinlich Probleme bei der Figur Spin Change the Gears. Die nach außen drehen müssen, haben nicht gewusst, wohin und ob sie überhaupt die Dreher sind. Der Stern wurde nicht exakt gedreht und generell hatten die Tänzer Wahnsinnsprobleme, diese Figur umzusetzen. Und ich glaube sogar zu wissen, woran es liegt. Es liegt nicht daran, dass die Tänzer das nicht können, sondern es liegt daran, dass die Tänzer das zu selten tanzen. Ich glaube, Spin Change the Gears callen wir nicht oft genug. Wir callen meistens Spin Change and Exchange the Gears, die Figur, weil ich finde sie auch schöner. Weil sie schöner ist, weil sie länger ist, weil sie ungewöhnlicher ist, du kannst die Tänzer mehr bewegen, du kannst drei von vier Tänzern von A nach B rüber schicken, du kannst quasi den Square so die Tänzer austauschen. Ja? Bei Spin Change the Gears ist es irgendwie nicht so, dass die Figur gibt, aber die ist irgendwie nicht so, die ist nicht so geil wie Spin Change Exchange the Gears. Das ist der Grund, warum wir, also für mich der spekulative Grund, warum wir Caller die Figur so selten callen und die Tänzer können sie dadurch nicht gut. Deswegen meine Empfehlung, call doch die Figur mal. Lasst Spin Change Exchange the Gears einfach mal eine Weile weg oder macht sie weniger und macht mal Spin Change the Gears. Ich habe heute, wie gesagt, schon eine Veranstaltung. Ich weiß gar nicht, ob da Plus stattfindet. Sollte Plus stattfinden, werde ich Spin Change the Gears callen und mal gucken, wie die Tänzer das können. Aber ich behaupte immer noch, dass es an uns Callern liegt, die zu trainieren. In Mainstream haben wir diese wunderschöne Figur Spin Change Throw. Ja, also wenn wir gerade bei Spin Change the Gears waren, gibt es ja auch Spin Change Through. Und wir kennen das, wir machen Spin Change Through. Die Tänzer, die nach außen kommen, die nichts zu tun haben, die klatschen mittlerweile vor Langeweile oder weil es irgendwie cooler ist. Ich habe keine Ahnung. Ich habe mal letztens dann gedacht, komm,
Die Figur ist eigentlich schön, aber ich call sie so selten, weil von den ganzen Tänzern viel zu wenig was tun, sondern es bewegen sich nur vier und von acht. Das finde ich doof. Und deswegen hatte ich mal gesagt, komm, wir wissen ja alle, Spin Chain de Gears ist halb, dreiviertel, halb, dreiviertel. Machen wir es doch einfach mal rückwärts, also nicht rückwärts laufen, sondern von hinten. Ja, also quasi dreiviertel, halb, dreiviertel, halb. Und das habe ich dann in Reverse Order Spin Chain Throw gecallt. Das Schöne ist, es bewegen sich viel mehr Tänzer, es ist mal was Neues bei der Figur und es macht mega Spaß. Also es sieht, A, sieht es gut aus, B, sind die Tänzer mega stolz, wenn sie es hinkriegen, weil es ist eigentlich total easy. Ja? Und es ist eine schöne Variante. Ich schreibe das aber auch noch in die Notes mit rein. Also in Reverse Order Spin Chain Throw, das ist dann nicht halb, dreiviertel, halb, dreiviertel, sondern dreiviertel, halb, dreiviertel, halb. Finde ich eine schöne Variante. Ihr merkt, ich rede heute durch, ich mache nicht einzelne Clips, sondern ich habe beschlossen, ich probiere es mal aus, wie es ist, wenn ich das einfach mal durchspreche. Dann könnt ihr euch das anhören oder angucken. Ich habe heute ein neues Mikrofon, mal gucken, wie das damit funktioniert. Worauf ich auch noch eingehen wollte, ich zeige es jetzt mal anhand von einem Beispiel, was ich abfotografiert habe, glaube ich. Ansonsten habe ich Pech. Ah, doch. Ich bin auch auf den Social Medien unterwegs, auf Facebook und Co. A, beruflich bedingt und B, finde ich es natürlich auch schön zu sehen, was meine Tänzer so machen und man kann sich connecten, finde ich toll. Und bei immer mehr Kollegen tauchte dieses Bild auf. Es ist das, also jetzt ist es der Markus Gensberger, ein Freund von mir, viele Grüße an dich. Sie posten ihr Badge und die Caller Lab Mitgliedskarte. Warum? Weil Caller Lab irgendwie einen günstigeren Mitgliedsbeitrag für Eggtime-Mitglieder oder Overseas-Mitglieder anbieten. Ich weiß es nicht ganz genau, wie es ist. Und jeder Caller, der Mitglied wird bei Caller Lab, unterstützt die Eggtime dabei, mehr Stimmrechte zu haben, bei was auch immer. Aber es ist so. Und generell ist es ja auch schön, wenn die Caller stolz darauf sind, ihr Eggtime-Badge, ihr Caller Lab-Badge und die Caller Lab-Mitgliedskarte, die ich nicht weiß, warum es die gibt, aber sie gibt es, präsentieren. Was ich schade finde, ist, dabei fällt so die ECTA runter. Also die ECTA ist ja unsere Haus- und Hoforganisation und ich persönlich bin auch stolz darauf, Mitglied zu sein bei ECTA, auch aktives Mitglied zu sein und ich finde es schade, dass unsere Caller das auf den Social Medien nicht posten und auch mal sagen, schaut mal, ich bin ECTA-Mitglied und das ist cool, werde du auch ECTA-Mitglied, weil das ist unsere Hausorganisation und ich finde es auch toll. Und ich hatte mich ja 2021 als ECTA-Vorstand beworben gehabt. Ich wurde leider nicht gewählt. Ich hatte da auch so ein paar, eine Agenda, ich glaube mit 12 oder so Punkten, die ich gerne durchgesetzt hätte. Und ein wichtiges Thema für mich wäre gewesen, Mitgliederbindung an die ECTA. Also, dass quasi die Mitglieder wieder sagen können, ich bin ECTA-Mitglied und ich bin stolz drauf, ich finde es mega. Und aktuell ist dieser Hype so bei CallerLab, weil CallerLab ist natürlich die große Dachorganisation und ist, glaube ich, schon cool, wenn man da Mitglied ist. Ich bin es nicht und ich war es schon mal, aber es hat mir nichts gebracht. Ich bin eher so, keine Ahnung, ich unterstütze lieber die ECTA, das ist mir wichtiger als CallerLab, einfach nur, weil es für mich greifbarer und näher ist und weil ich auch ECTA mag. Und ich finde auch, der Vorstand macht aktuell eine passable Arbeit. Man hört nicht viel. Wenn man nichts hört, kann auch nichts schieflaufen. Das ist auch ganz geschickt. Aber vielleicht wäre es ja gar nicht mal schlecht, wenn wir ECTA-Mitglieder auch mal wieder sagen könnten, ich bin stolz darauf, ECTA-Mitglied zu sein und eventuell sagen, schaut mal, das ist mein ECTA-Badge. Also auch cool. Eine Mitgliederkarte finde ich völlig unnötig. Für was braucht man den Schrott? Das ist wieder ein Stück Plastik, was unsere Umwelt mehr belastet. Völlig unnötig, aber die Amerikaner sind ja, was das betrifft, ein bisschen anders als wir Deutschen eingestellt. So, jetzt habe ich so viele Themen. Ich weiß gar nicht, was ich schon alles erzählt habe. Ich habe Korken erzählt, ich habe iPad erzählt, die Halterung, ich habe das neue Mikrofon, Spin Chain Gears, Spin Chain Pro. Ich wollte noch auf ein Thema eingehen und das würde ich gerne als Diskussionsthema mit euch führen. Ich weiß zwar noch nicht wie, aber vielleicht macht ihr euch mal Gedanken. Und zwar sieht man ja auf den Social Medien, auf Facebook immer viele Videos und Veranstaltungen, wo Kollegen tolle Arbeit leisten und man sieht viele Bilder und meistens sieht man ja doch den Caller auf der Bühne. Und warum sieht man den Caller auf der Bühne? Weil
er nun mal als einzelne Person erhöht dasteht, was tut. Die Tänzer sind alle, die verschwinden in der Masse, aber der Caller ist allein auf der Bühne und viele sagen ja auch, komm, ich gehe dahin, weil Caller XYZ dort callt. So. Der Verein richtet eine Veranstaltung aus, investiert Arbeit, investiert Zeit, investiert Mitglieder, investiert Geld, geht ein Risiko ein und sagt, ich hätte jetzt gern den Uli als Caller, als Beispiel zu nehmen. Und wir würden uns freuen, wenn der kommt, Vertrag alles gemacht, passt alles. Und jetzt komme ich. Und wie komme ich dahin? Ich komme gekleidet wie so ein Sack. Ja, das heißt, ich habe eine verwaschene Jeans an, mein Hemd hängt aus der Hose, meine Ärmel sind hochgekrempelt und ich habe irgendwie fünf Knöpfe offen. Cool. Finde ich gar nicht cool. Ich finde, wir Caller haben so ein bisschen eine Vorbildsfunktion und wir Caller tragen ja auch bei zum Ambiente der Veranstaltung und da gehört auch die Kleidung dazu. Und ich finde, wir Caller, wir sollten echt darauf achten, uns wieder besser zu kleiden. Ich zum Beispiel, ich mag keine Hemden. Mag ich nicht. Also ziehe ich halt ein T-Shirt an und ich packe einen Sakko drüber. Das ist so mein Markenzeichen, ja, versuche ich so zu machen. Ich finde, es sieht ordentlich aus. Ich laufe auch beruflich so rum und habe noch nie negatives Feedback bekommen. Ich achte darauf, eine nicht so eine arg verwaschene Hose zu tragen und eventuell gepflegte Schuhe. Warum mache ich das? Weil ich einfach finde, dass der Tänzer, die Tänzer und der Verein es verdient haben, dass ich mich festlich kleide. Viele Caller haben mittlerweile die Ärmel hochgekrempelt, wie schon erwähnt, und das Hemd hängt aus der Hose. Und warum hängt es aus der Hose? Mal ehrlich gesagt, weil der Bauch zu fett ist. Ja, man sieht bei einem Hemd, was raushängt, nicht so fett aus, als wenn ich es jetzt unter dem Ranzen reinklemme in die Hose. Wenn es so ist, ist ja auch in Ordnung, man darf einen Bauch haben, ich habe auch einen leichten Bauch, dann kauf halt ein Hemd in eine Nummer größer. Dann hängt es auch nicht so raus, sondern dann sieht es halt besser aus. Aber ich finde diese Hemdhaushängerei, Ärmel hochgekrempelt und diesen ungepflegten Anblick finde ich nicht gut. Finde ich, das haben die Vereine und die Tänzer nicht verdient. Kleidet euch anständig. Ich weiß, vor vielen Jahren gab es das Thema schon mal mit Square-Dance-Kleidung hin oder her. Und ich finde, unsere Tänzer kleiden sich eigentlich überwiegend anständig, also mit Hemd und Petticoat oder auch nicht Petticoat, sondern Rock und oder Jeans, jeden überlassen. Aber es sieht gepflegt aus. Aber ich habe so das Gefühl und ich lasse mich da auch gerne eines Besseren belehren, dass wir Caller in letzter Zeit dazu neigen, uns legerer zu kleiden. Und zwar legerer im Sinne von nicht Business Casual, sondern so, ich gehe in den Garten und grill. Und das finde ich schade. Vielleicht stehe ich auch völlig allein mit meiner Meinung da, dann lebe ich damit. Ich kleide mich für den Verein gerne ordentlich und gepflegt. Und vielleicht regt es aber den einen oder anderen dazu an, zu sagen, komm, ich ziehe auch ein Hemd an oder ich stecke es in die Hose. Und ganz ehrlich, das sieht besser aus. Ihr seht besser aus mit dem Hemd in die Hose gesteckt, als wenn es raushängt. Hemd raushängen sieht bei schlanken Leuten gut aus. Du kannst ja auch einen Sakko tragen. Gut, bei der Hitze ist es vielleicht ein bisschen doof, aber da müssen wir durch. Die Tänzer schwitzen ja auch. Aber wäre schön, oder keine Ahnung, meine Anregung ist, denkt doch mal über euer Kleidungsstil nach. Vielleicht gibt es ja an der einen oder anderen Verbesserung und ich habe keine Ahnung. So, jetzt habe ich viel geredet, mir gehen die Themen aus. Ich möchte jeden Quartal ein Newsletter rausbringen. In dem Fall ist es jetzt der zweite im zweiten Quartal. Das passt. Also es stehen noch zwei an. Wer Themen hat, würde ich mich freuen, wenn er sich meldet und sagt, komm, ich mache das auch mal wieder mit. Vielleicht hat auch einer Lust, so wie beim letzten Mal, der Markus Gensberger, bei so einem Videocall dabei zu sein, wo wir über irgendwas sprechen. Nochmal vielen Dank an Markus dafür, dass du das mitgemacht hast. Und ich freue mich auf die nächste Ausgabe mit euch. Vielen Dank fürs Zuhören.